Ja, der Schilke wird schon mit einer schlechten Laune hierher kommen, weil er ran hat, auf was er fährt, weiss er schon, um was es geht. Ja, schaut da runter! Ja, so schlecht ist die Laune nicht, denkt mir. Schon mal alle gelacht, super. Schnittiges Outfit, ja. Aber Schelke. Es geht nicht um Tempo heute bei deiner Aufgabe, es geht um das Gegenteil. Du musst möglichst langsam sein. Für alle, die nicht wissen, der Schelke hasst Velofahren. Und er hasst vor allem die Leute, die an Ampeln warten und balancieren. Oh nein, yes. Maximal! Wir haben nicht einer von diesen Kack-Hipster, wirklich jetzt. Und genau der bist du. Schelke, du fährst hier an. Sobald du die Stopplinie berührst, fängt sie an zu zählen. Du musst eine Minute lang balancieren, darfst nicht drüber. Ja, ja, geil. Nein, komm hier, komm aus den Augen, wirklich. Tschüss! Jerry, ich wollte dir nicht zu nahe treten, aber ich weiss genau, dass du einer von diesen Ampelbalancierern bist. Es sind einfach die Grössten. Ich will dich nicht beleidigen. Komm, ich sage einfach nichts, aber ich rege mich jedes Mal fürchterlich auf. Ich werde immer schnell die Autotür auftun. Es ist wieder eine Erniedrigung auf genau der Stufe, die er es gerne hätte. First try! Wochenende. Ich weiss gar nicht, wie ich mit diesem huren Rennvelo balancieren bin ich drüber schon? Ja. Weißt du, wir sind hier in einem Verkehrsgarten, wo man als Kind lernt, wie ein Velofahrer. Sollte mal schnell zeigen, wie sie eigentlich lernen sollten, weil im Erwachsenenalter fahren sie dann nur noch so. Achtung weg, weg! Ich komme, Achtung weg! Nein! Hey! Ist schon gekommen. Es war keine Minute, das hätte ich uns nicht gedacht. Jerry, merci für den Hinweis. 10 Sekunden. Drüber. 14 Sekunden. Das ist noch nicht mal ein Drittel. Ich bin noch nie. Ich komme mir vor, als wäre ich die Strassenkünstler. Ich so. Genau so komme ich mir vor, aber es sind nur 10 Sekunden. Stopp. Das geht gar nicht. Nein, bist du drüber. Du kommst nicht drüber. Du bist drüber, Fori. Gibt es solche Dinge so beim Velofahren? Weißt du, das ist das Problem. Die Distanz von diesem Streich ist so schmal, du darfst gar nicht auskorrigieren. Du musst einfach herkommen, Bock stillstehen, finito. Auf diesem kleinen Ver... Das ist ja die Aufgabe, hallo! Ich probiere es hier nur näher zu bringen, aber ist ja gut. Daheim hängt sie so vor dem Handy, so, schau. Das könnte ja nicht so schwer. Geh nicht weg, ich will näher. Du, dein Gesicht sieht aus, als hätte verstopft. Nicht hilfreich, Schere, wirklich nicht hilfreich. 10 Sekunden. Erst 10 Sekunden? Ja. Schau, du zählst falsch. Ich sehe es selbst, du musst gar nicht. Für alle, die das Zeitgefühl vor einer Minute nicht haben, tippt bitte mal im Bett während dem Zeitstopp. Und dann wisst ihr, wie lange eine Minute kann sein. Wie lange war das? 50 Sekunden. Nein, so nah dran, es geht richtig gespürt, so nah dran. Gehen wir etwas essen, Scher. Kommst du hinten drauf? Zieh rüber, komm. Nein! Das habe ich gemeint, die Schon? Das habe ich wirklich gemeint, die Eis gehabt. Scheiße, verfickt nochmal. Wenn das jetzt nicht gelangt hat, weiss ich echt auch nicht. Sorry, 52. Ich könnte das Huren-Velo in den Busch schiessen.
Das war doch jetzt eine Ewigkeit, gewesen, Jérôme. Ja, aber nicht Ewigkeit genug. Gottpferd, nein, das gibt's einfach nicht. Wie lange muss ich denn noch? Eine Minute. Ist eine rhetorische Frage, Mann. Das Ganze ist doch relativ statisch. Kannst du mal ein paar Unfälle zusammenschneiden? Einfach ein bisschen zur Auflockerung. Achtung, fertig, los! Es ist immer, du kannst einfach immer. Es ist immer etwa 40. Immer das Gleiche mit dir. Mm. 49. Ah, hey, es tut wirklich auf weh, Mann. Eine Minute. Wirklich? Ja. Wir machen noch etwas weiter, ist gut? Ja, ist gut. Wochenende! Wow! Hey, ich bin so stolz auf mich! Merci! Merci! Shit, habe ich jetzt das gerockt, hey! Es geht frei machen, schnell, hurt! Schönes Wochenende, Scheren!